Capcom. Wow! Setzt eure 3D-Brillen auf. Buh, buh, buh. Zum dritten Mal. Yeah, Mega Man X, Mix 2. Herzlich willkommen, Leute, zu meinem aller. Nein, nicht meinem zweiten Let's Play zu Mega Man X-Serie. Ja, der zweite Teil. Ja, 2 Jahre ist es schon wieder her. Ja. Gleich starten. Gleich starten. Okay, also, viel Spaß. Yeah! Ja. Oh, das Intro nochmal von vorn. Kannst du es überspringen? Nein, kann ich nicht. Und... Oh, nee, tja, da ist er gestorben. Ja. Dieses Intro kann man nicht überspringen. Und hallo. Hallo, ja, wir haben ja, ich habe ja ein paar zufällige Zuhörer. Nein, das klingt doof. Und zwar den Eike. Hallo, Eike. Hallo, das ist der dritte Versuch. Wie oft willst du darauf noch hinweisen? Ja, Eike, das Nestbeschmutzer. Der... Wie sagt man? Nein, nein. Und Cheo. Hallo, Cheo. Hallo. Hallo. Ja. Bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich mich die ganze Zeit schon frage. Ja. Bei dem Intro. Ja. Aus welchem Grund baut man Roboter mit 2 Beinen und einem Schraubendreher als Nase? Naja, du musst es Wozu so sind sehen. Sind die gut? Naja, du musst es Außer, so sehen. Außer, dass die bescheuert aussehen. Naja, du musst es so sehen. In der Jahr. Radio Gaga. In der Zeit von Mega Man hat jeder Roboter eine Aufgabe. Und deren Aufgabe ist es halt, Schrauben zu drehen. Mit ihrer Nase. Deswegen gibt es auch Cutman. Ja gut, es könnte auch ein Presslufthammer sein, dann würde ja. Die Sache vielleicht mehr ja. Sinn ergeben, aber. Du fragst nach Sinn? Was war der Sinn von Cutman? War er ein Friseur oder was? Was war der Sinn von. Was war der Sinn von Assassin Man? Was ist der Sinn von Sheepman? Den gab's wirklich. Ich bin mir sicher, Hallo, dass es den gab. Dr. Wright hat einen Assassin-Roboter gebaut. Naja, es müssen auch mal Leute sterben. Oder Roboter. Assassin Man? Oder Yamato Man. Ninja Man. Yamato Man. Die wurden ja alle schon nicht mehr von Dr. Ja. Die wurden ja schon alle nicht mehr von Dr. Light gebaut, sondern von Dr. Wily. Nein, doch, der wurde von Dr. Light gebaut. Ja. Ich Definitiv, die Roboter aus der ersten Runde. Ja. Achso, yep, okay. Yep, ja. Warum baut Dr. Light einen Assassin? Warum gibt es ja, Wally das sein? Könnt ihr mal bitte mal nochmal von diesem Thema runtergehen? Er grüßt Mirko, weil er ihn so lieb hat. Wir reden die ganze Zeit nur über Light und Wily, die gibt's doch hier gar nicht mehr. Nein, 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 das Mega Man und Mega Man X-Universum sind 2 verschiedene, das wisst man doch. Naja. Nein, sie sind nicht verschieden. Nein, sind es nicht. Naja, es sind 2 verschiedene Serien. Der Virus, der dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel. Oh. Wie hieß der hier nochmal? Chromamon oder wie hieß der Typ? Keine Sigma. Ahnung. Ach, Sigma der wurde von einem von Dr. Dingster. Der Virus kommt tatsächlich von Dr. Wily. Ja. Und was ich gerade sagen wollte, es sind nicht 2 verschiedene Universen, es sind 2 verschiedene Zeiten. Ah. So, mal sehen, ob du den Boss jetzt so schnell platt kriegst. So wird ein Schuh raus. Der Intro-Stage-Boss, wenn er den auf Anhieb schafft, lache ich ihn aus. Das hattest du schon mal gemacht, ne? Ja. Ah! Der Boss wehrt sich. Nicht. Wehrt sich hier. Ein Schuss in den Nacken hat immer schon geholfen. Ach ja. Tatsächlich beim ersten Mal geschafft. Der Pepora. Yeah. Und ich grüße alle Leute, die schon abgeschaltet haben wegen zu viel Nerdkram. Nein. Ach ja. Danger. High Voltage. Intro. Zwischensequenz. Sehr schön. Sorry, die Robotmaster. Oh, jetzt hast du gespoilert. This is the leader, his name is Mega Man X. Nein, doch. Oh.
Das hätten wir eigentlich durchgehen machen müssen. Wie spricht man das aus? Violin? Die ihn unterschätzt haben, sind Violin als Schrottmetall jetzt. Du, so understand. Naja, ihr seht da mega Metall. Mal kommt ein Robotmaster, die haut man um. Ende. Und eine hat eine Waffe. Es gibt keinen Robotmaster in Mega Man X. Das ist zwar das gleiche Prinzip, aber stimmt. Ich erinnere mich dunkel. Das ist schon 2 Jahre her. Die Dingenskirchen. Wie hießen sie nochmal? Denk die Texte weiter. Und make the same mistake. Natürlich werdet ihr das nicht. What is blind? Du wartest hier happening. Ist kraftvoll. Ach, die Mavericks. Ja, genau. So hießen sie. Tja. Ich finde. Die Mavericks sind die Eingreiftruppe gewesen, zu der Mega Man X auch gehört hat. Ah. Meinst du wie die Ginyu Force? Richtig. Ja, bringen wir noch ein paar andere Universen rein. Wir haben auch Filme geguckt. Wieso, das ist das gleiche? Ginyu-Universum, Ginyu ist was anderes. We have a little time. Wir haben kleine Zeit. Finish, was? Ganz duel. Ach ja, natürlich wird die übliche. Sie wollen uns wieder aufhalten. Und die Frage ist. Das werden wir noch öfter hören. Schön. Ach ja. Jetzt ist wieder die Qual der Wahl. Womit anfangen? Ja. Theoretisch könnte man ja jeden Boss in einem Mega Man Teil immer mit auch mit den Buster besiegen. Oder man sucht sich den Gegner, der zu den anderen passt und benutzt die Waffe gegen ihn und bla bla bla. Ja, kennt das schon. Ist schon. Und so sollte man das auch Jahre machen. Dieses Spiel, das ist nicht ganz einfach. Man kann nach Weakness, man kann nach Schwäche gehen oder man fängt einfach irgendwo an. Das muss man ja auch irgendwo. Ja. Welches ist denn der? Der Wire-Sponge. Der Drahtschwamm. Genau. Morphmons. Morphmonf. Er ist auf der Suche nach einem. Verwandlungsmotte. Er ist eine Motte. Er ist auf der Suche nach einem riesigen Pullover. Flamstuck. War der tief, der Witz. Der ist runtergefallen und gestorben. Der ist unter meinen Füßen verreckt. So, Geogator. Bubble Crab. Voll der Crab. Overdrive Ostrich. Ostrich, ist das nicht etwas, was man sich rausschmiert? Nein, Ostrich. Ein Vogelstrauß, ne, Eike? Nur Schwuchteln sagen Vogelstrauß. Das ist einfach nur ein Strauß. Naja, ich sag einfach mal, nimm mir einfach den den Schwamm. Ist es ein Schwamm? Ja, ist ein Schwamm. Wow! Sicher? Ich denke du weißt, schon. Du weißt, dass der erste. Was soll das darstellen? Ein Schwamm. Ein Schwamm. Mit einer Peitsche. Oder mit einem Penis, mit einem Draht. Was auch immer. Wire Sponge. Aha. Ja, wie er das noch weiß. Yep. Schon gefallen. Herzlichen geil. Glückwunsch, du hast gerade den ersten Hardpunkt des Spiels gefunden. Stirb, Frosch. Ich stehe mehr auf die WC-Ente. Okay. Aber eins muss man sagen. Kann man doch immer schön sagen. Irgendwo scheint es hier warm zu sein. Es flirt. Kein Wunder, du bist ja auch in der Wetterkontrollstation. Ah, natürlich. Aber eins muss man doch mal ganz klar sagen, oder? Super Nintendo-Spiele oder generell 2D-Spiele altern nicht so schlecht wie 3D. Doch. Kann man so sagen, oder nicht? Jein. Na gut, es gibt auch schlechte 2D-Spiele, aber generell. Es gibt auch schlechte 2D-Spiele, aber im Grunde stimme ich dir zu. Nein! Klack! Und okay. Da kam sie wieder, Megamans Metallallergie. Ja, gegen Spikes. Du musst es so sehen, an seinen Füßen ist er weich. Ja. Da oben ist nichts. Ach so, stimmt. Okay, das wird abgeschweißt, sehr schön. Ach ja. Aber man könnte schon sagen, ja, 2D hat schon so ein bisschen was von Zeichentrick. Sagen wir es mal so, Plattformer altern im Allgemeinen nicht schlecht. Ja. Wette, er verkackt es wieder. Und er ist schon wieder so leicht, muss nein, ich muss mich konzentrieren. Du darfst dich nicht konzentrieren. Let's Play ist darauf ausgelegt, dass man das Scheiße spielt. Dass man Scheiße spielt, genau. Nein, dass man nebenher das Spiel dudeln lässt. Ich kann das auch kaputt machen. Oh. Jetzt stellen wir ihn erschreckend fest. Es bringt nichts. Nichts passiert. Naja, wahrscheinlich muss man mit irgendeiner Spezialwaffe draufballern, damit irgendwas passiert. Er verkackt es wieder. Wetten? Nein, verkackt die er Wetten nicht. Die Wetten sind geöffnet, Leute. Wird das verkacken? Wettbüro ist eröffnet. Nein! Zack! Der Dash funktioniert auch komischerweise bei meinem Controller nicht so richtig. Obwohl, ich glaube,
Am Anfang... Dann nimm den Xbox-Controller. Xbox-Controller mit PlayStation, Super Nintendo-Spiel, ja klar. Es geht, es hat dieselben Tasten. Ja, theoretisch, aber das ist doch... Also schon, theoretisch, aber, praktisch auch. Weißt du, Eike, dazu muss man eins sagen. Xbox-Controller ist einer der schlechtesten Controller, die bisher auf dem Markt sind. Nein, das ist der beste Controller, der hergestellt wurde. Von falsch. Allen einer meinen... der besten nein, Controller, die jemals hergestellt wurden, war der alte Super Nintendo Controller. Punkt. Nein. Aus Ende. Nein. Da darf ich nicht mit mir reden. Nein. Okay. Er hat nicht genug Tasten und Nerd er ist scheiße. Der Nerd War ist eröffnet. Der liegt kacke in der Hand. Ich habe schon kleine Hände und der liegt bei mir scheiße in der Hand. Wie muss das bei einem Typen sein, der riesige Pranken hat? Oh, nein! Nein! Ich hasse es. Ich hasse es jetzt schon. Ja. Was? Weil du nicht springen kannst. Ich weiß nicht, was ich mein Leben verloren. Dieter, ehrlich, ich weiß gerade nicht, was dein Problem ist. Du brauchst dich doch bloß an diesen Dings festhalten. Plattform festhängen. Festhalten und hochziehen, ich weiß. Das fängt ja schon mal gut an. Was passiert eigentlich, wenn wir auf das X gehen? Gar nichts anscheinend. Nichts. Ach nee, Quatsch, das ist für den Xbox was natürlich. Was passiert denn, wenn man auf das X geht? Dann kommt man wieder zu Moni. Nee. Wofür könnte das X da sein? Lass uns mal überlegen. Könnte da vielleicht zufällig die letzte Stage auf uns warten? Könnte Wäre sein. Das eine Möglichkeit? Könnte sein. So. Das hat man gehört. Okay. So. Ich hasse es. Aber Mega Man Warum X. Wie spielst du es dann? Mega Man ist es eine Herausforderung. Geil. Ach, mach mal. Er darf kein Horrorspiel spielen. Okay, er sieht noch komisch aus. Seine Fühler sehen aus wie Zöpfe. Finde ich zumindest. Hallo, ich bin's. Mottenmann. Ich bin's, die rosa Motte. Oh, ein Schrottplatz. Oh, guck mal, Gegner aus dem letzten Spiel. Boss aus dem letzten Spiel. Ah. Und da sind sie natürlich wieder. Ja, spring. Unsere Freunde mit dem Schild. Hui. Hui. Otoman. Die sehen sehr kaputt aus. Ich glaube, im Originalspiel hießen die tatsächlich Sniper Joe und hier heißen sie so Hammer Joes oder so. Hä? Hammerbrüder? War es nicht ein anderes Spiel? Wo ist überhaupt Snail Trails ausgemacht? Snail Trails? Moment mal. Den kenne ich doch auch irgendwo her. Das ist ein Mii-Tool auf dem Rad. Nein, das ist ein Bauarbeiter. Den kenne ich doch aus dem Lava-Level. Wie war das nochmal? Flame Mammut aus dem ersten Teil. Von Flame Mammut und von. Ja. Sag schon Armored Armadillo. Genau. Das waren diese. Genau das. Die Leute, die Minenarbeiter mit der Spitzhacke. Hm. Ja, ja. Die Krummelzwerge, genau die waren das. Yeah! Jedes Mal, wenn die deren Mine betreten hast, gleich mit der Spitzhacke nach dir geworfen haben. Genau die, die Minecraft-Männer, wie ich sie genannt habe. Ja, scherzeshalber. Ah, das ist so schön hier. Oh, was haben wir denn? Zwischenboss? Zwischenboss. Da ist ein Skelett im Hintergrund. Oh nein, es ist ein parasitäres. Ein Parasit. Wahrscheinlich muss auf diese die Brust, diesen, auf die Brust. Diesen Penis da oben zerschießen. Nein, ich muss auf eine Brust schießen, wo das Vieh drin steckt. Nicht auf seinen Kopf. Da muss ich. Jedenfalls nicht so aus, ob du Schaden machen würdest. Ja. Naja. Es sieht nach Schaden aus, was? Na komm her. Schrott wird gewinnen. Schrott ist alles. Schrott ist Leben. Na komm. Ah, verdammt! Blöde Motte. Aber er kann mich zumindest nicht angreifen, wenn ich unter den Torbogen bin anscheinend. Hm, nicht schlecht. Geil, ich bin ein Pro-Gamer. Ich hab sofort. Ich glaub, der boxt dich dann einfach. Oder ja. Oder er kriegt dich ein. Von wegen, er kann dich nicht angreifen. Er macht zumindest Schaden, wenn er. Ja, ja. Jetzt aufladen und auf die Motte draufhauen. Ja, am Arsch. Oh Gott, wie viele Schläge verbraucht dieses Hinterteil Vieh? Hinterteil schlagen. Wie viele Schläge verträgt dieses Drecksvieh? Hinterteil. Oh Mann! Ja. Und das ist nur ein Zwischenboss, Leute. Ja. Deswegen sage ich, spiel's einmal durch, bevor du es let's playst. Ja. Und gleich ist er tot.
Eike, du hilfst nicht gerade dazu. So. Los, Dechan, du machst das. Los, jetzt mach die Motte tot. Endlich. Yeah! Ich hab doch gesagt, in den Arsch schießen. Ah, du merkt es euch, Leute. Eikes Weisheit. In den Arsch schießen. Also, Leute, ja. Das war's mit der ersten Folge von Let's Play. Ein Level komplett machen. Aber Leute gucken, du sagst immer, Leute, 15 Minuten Videos muss machen, das darf nicht so lang werden. Lululululul. Bei 3D-Spielen wird das Auge ermüdet, aber hier nicht. Hier muss Fortschritt vorhanden sein. Aha, die Regel kenne ich ja noch gar nicht. Ein bisschen Farm muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschwein. Okay. Oh. Und ich darf nicht singen. Ja, es gehört mir auch hier. Gehört dir gehört gar nichts. Ich habe mittlerweile Anteilseigner an dem, okay, an dem Kanal. Hm. Wo könnte da oben vielleicht was sein, wo der Typ war? Da ging der Weg noch weiter. Natürlich war da noch was. Ja, ja. Wahrscheinlich eher mit einer Plattform oder einem Flug-Item. Oh, da hast du dein Schild verloren. Oh, das tut mir aber leid. Es spawnt doch sowieso neu. So, okay. Oh Gott, ich hasse es. Okay. Springen und dashen. Wie soll man denn bitte springen und dashen? Geht bestimmt. Kann man vielleicht an den Dingern vorbei? Ja, mach das offscreen. Dann mach ich offscreen, ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen schwer. Was du da gefunden hast. Ja, ja. Kann man machen, okay. Geil. Naja, ja, ich glaube allerdings, dass sein Dash am Ende von Mega Man X doch deutlich stärker war oder besser war. Ne, das ist das Übliche, ne? Wenn der Held an den nächsten Teil mitspielt, dann muss natürlich wieder alles weg sein, was er hatte. Na gut, dann wäre das Spiel auch zu einfach, ne? Ja, jetzt wird es wieder sein. Könntest du die Rüstung mitnehmen. Ja, dann wäre das. Die Macht würde verdirben. Die Macht würde den Spieler verderben. Ja, obwohl. Sie könnten es ja theoretisch dann so machen, dass sie die Gegner dann super schwer machen. Aber dann wäre es natürlich auch wieder doof. Dann würden wir Leute wieder sagen: Nein, das ist mir zu schwer. Stell dir mal vor, du hättest wirklich noch das ganze Leben von Mega Man X1. Ah. Im Moment hast du eine Motte auf dem Kopf. Nein, das ist irgendeine Art Käfer, der mich übernehmen kann. Nice. Irgendwas Parasitäres auf jeden Fall, das dich am Springen hindert. Mhm. Ach, Mann, ja. Ja, 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 muss ich gestehen, ich hab Mega Man nie gespielt. Also damals, als es Super Nintendo-Zeiten. Naja. Woran lag das? Weil ich nicht die Ausgaben von Club Nintendo gelesen habe, in denen das beworben wurde. Ja, aha, ja. Ich hab's schon mehrmals erzählt. Wolltest du nicht eine Zeitschriften-Review machen? Das hast du ganz groß angekündigt in deinem Let's Play. Kommt noch. Welt meine Arken. Ja, ja. Ach, halt die Klappe. So. Nein, ich halt nicht die Klappe. Naja. Und, spring. Geil. So. Ja, wenn man mal was braucht, dann funktioniert es auch mal. So, ist hier oben vielleicht noch irgendwas versteckt? Nope. Ja, ich hab's ja schon öfter mal erwähnt. Ich war ja leider als Kind Anfang 90er, das dann losging mit Super Nintendo, war ich ja leider so ein Mainstream-Kiddy. Ja, ich auch. Ich hab nur Lego gespielt. Ja, und ich hab nur das gespielt, was im Club Nintendo Magazin vorgestellt wurde. Auf ich hab Mega Man X1 damals gespielt, kurz nachdem es rauskam. Auf dem Super, auf dem NES? Auf dem Super Nintendo. Wann kam Mega Man X denn auf dem NES raus? Doch, nach Mega Man X, ich dachte, du bereits das klassische Mega Man. Den ersten klassischen Mega Man habe ich auf dem Game Boy verkackt. Ah. Na? Ich wette, ach, ich muss ihn einfach zum Springen bringen und unter Deutsch dashen, natürlich. Also, das macht natürlich sehr großen Sinn. Ah! Verdammt. Komm her, du. Du bist so ein kleines Honk. Ein kleines Honk? Und trotzdem macht dieser Honk dich gerade fertig. Nein, nein, das ist nicht der Honk, der mich fertig macht. Das ist der Käfer, der mich, der des Anstoßes. Ich sag doch, das Hinterteil. Das war kein Hinterteil. Natürlich, Energie für Waffen, die man nicht hat. Hey! Da ist doch wieder verdammt. Energie. Hey, verdammt, das Spiel ist ja gerade richtig nett. Geht's, wo es gesagt hat, wird er tot, wird er verprügelt. Nein, nein. Obwohl, ich könnte nur jetzt ein bisschen mehr farmen. Ja, danke sehr. Ja, ja. Ja, so machen Profispieler das in Mega Man. Einfach ein Stück zurück und immer wieder warten, bis irgendwann mal ein Leben rauskommt.
Und sich ärgern, weil... Das ist eher Zeitschinden. Ja. Farmlüster nennt man das. Oder sich von dem Rausschmeißer verbinden lassen und, die ganzen schön gesammelte Energie wieder weg. Ach, das ist... Ja, und jetzt, wo er den Bildschirm verlässt, spawnt das Ding wieder. Ah, nein! Das war nett. Hätten wir dir aber auch gleich sagen können. Wie spawnen. Weißt du, was du das nächste Mal machst? Du lässt dich einfach von dem anhauen und rennst durch den durch. Dann bist du auch los. Ja, ja, ja. Diese Speedrun. Taktiken. Ich habe ja einen Speedrun mal kurz reingesehen, war dazu für ein Spiel und der dasht ja eigentlich nur durch. Na gut, muss er ja auch. Hey, apropos, würdest. Wo ich jetzt gerade das Hass-Spielvideo von Parappa Trademark, Schleichwerbung. Trademark oder Schleichwerbung? Gesehen habe. Jetzt mach hier nicht was Gegnerplatz, sondern lauf durch. Los, Was waren euch eure Spiele, die ihr einmal gespielt habt und die dann direkt danach in der Schublade verschwunden sind? Eternal Darkness and Sanity's Requiem. Sicher? Absolut sicher. Die ich gespielt habe und die direkt danach oder währenddessen schon in der Schublade. Das ist schwer. Das ist echt schwer. Oh mein Gott, ich habe wieder geschaut. 3. Ach, okay, das war zu knapp. Los, komm raus, Käfi. Ich dachte, das wäre Motti. Oder Motti, wie auch immer. Tja, macht man einen aufgeladenen? Ja, ist immer so die Sache. Macht man einen komplett aufgeladen oder macht man mehrere kleine? Ich bin lieber für aufgeladen. Ja. Es ist 1 Uhr nachts, Leute. Ja. Wir haben nichts zu tun, als einen Let's Player dabei zuzusehen, wie er Mega Man X verkackt. Ja. Hey, niemand zwingt dich dazu. Eigentlich nicht, oder? Ich will dich auslachen, wenn du verkackst. Tja, so wenig haben wir zu tun. Andere Menschen, die machen Sport, gehen raus. 1 und... Tja, was denn? Cola vom Lidl. Die meisten Leute schauen doch sowieso nur zu, um den Let's Player failen zu sehen. Ja. Und richtig schön ausrasten zu sehen. Ich glaube, yeah. Mirko würde bei dem hier richtig schreien. Ach, Mirko, ich glaube, den braucht schon ein bisschen mehr, um den zum Schreien zu bringen. Das hier ist noch Pipifax. Schön. Mein Spiel, der das direkt... durch den Gegner durch, geht schon. Wollt ihr wissen, welches mein Spiel war, das direkt, nachdem ich es bekommen habe und gespielt habe, in der Schublade verschwunden ist? Awakening. Nope. Das sagt er nur, weil er es mir empfohlen hat und ich es noch nicht durchgespielt habe. Los, einfach durch ihn durchdashen, geht schon. Ja. Nein, mein Spiel, das direkt in der Schublade verschwunden ist, war Rise of the Robots. Langweilig, weg. Und Battletoads. In Battlemaniacs. Schande! Schande! Aber nur wegen den Hovercraft-Level. Okay, was ist das? Ein Magnet. Ist der Abrissburn of Doom. Oder ein Kopf von Sauron. Ist es ein Magnet? Damals kannte man da noch keinen Sauron. Naja, oder beziehungsweise noch keine wirklich guten Säulen. Wie wär's, wenn du springst, um dieser Attacke zu entkommen? Ja. Was? Was ist das denn? Alter! Das ist ein Magnet! Ja, schon klar. Alter, wie soll man da bitte da rumkommen, wenn er das macht? Es macht das Kreis rumherum? Deswegen sollte man die Waffe haben, die gegen ihn effektiv ist. Rüberspringen. Rüberhopsen. Okay. Und dann wieder mitlaufen. Wieder drüber hopsen. Natürlich. Das ist er nicht eigentlich mehr gewöhnt. Das Prinzip. Okay. Soll man bitte in der Geschwindigkeit rüberspringen? Nein! Aber ich hab's voll reingesprungen. Aber es hat zumindest richtig doll Scherben gemacht, wenn man gesehen hat, auf seine Leiste. Also nicht der Tod, sondern wie ich draufgeballert habe aus der Nähe. Okay.
Hui, hui. Vielleicht erstmal die effektive Waffe gegen ihn suchen. Ich habe keine effektive Waffe, ich habe nur meinen Buster. Ja, wie wär's, wenn du sie dir erstmal holst? Ach nee, das war ja was anderes. Ja, wie soll man da vorbeikommen? Wird sich den Doppelsprung organisieren. Oh, du! Du hast so eine große Klappe, Besserwisser. Aber selbst nicht können. Natürlich, ich hab's doch gespielt. Na klar. Ich hab's auch durchgespielt, und zwar auf 100%. Siehst du? Ich hab sogar alle Zero-Teile organisiert. Das war ein Akt. Das war ein Akt. Geil. Fuck. Game over. Nein, eigentlich Gay Lover. Genau, also Leute, dann bis zum nächsten Mal von Mega Man X und dann... Und diesmal gucken wir, wo er anfangen muss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Leute haben mich so schon abgeschaltet. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, 2 Jahre später und dann noch sowas. Ich gucke, fick mal. Fick mal. Fresse. Ach komm, niemals. Wenn das erste Mal nicht gefällt ist, kann das Let's Play nicht gut werden. Ja. Reg dich ab. Stopp. Ja. Oder auf. Ja, ja. Eike steht auf Alf. Ende. Tschüss. Du auch.